Das ist der super tolle Mobula 7, ein 2S-Whoop mit F3 Flugkontrolle, starken und effizienten SE0802, 16.000 kV Motoren, FPV-Kamera, die schwenkbar ist, fliegt sowohl mit 2S als auch mit 1S-Lipo. Hat eine Diagonale von 75 mm. Die Motoren haben einen Sicherungsring oben und unten. Ich habe die invertiert, sodass die Propeller in die andere Richtung drehen, von der Kamera weg. Mobula 7 wiegt 27 Gramm und flugfertig 41,5. Eine rote Halterung für die Akkus liegt bei. Die Halterung ist zwar 1 Gramm leicht, hält aber die Akkus gut zusammen. Die Ersatzakkus von Beta FPV mit 260 mAh sind vergleichbar mit den Originalakkus mit einer Flugzeit von über 4 Minuten. Die Beta FPV 300 mAh Lipos sind insgesamt 2 Gramm schwerer und liefern etwas mehr Flugzeit. Zum Langsamfliegen eignet sich ein 1S 450 mAh Lipo, der 5 Minuten Flugzeit liefert. Bei 1S Lipo habe ich ein 2.0 pH Stecker als Überbrückungskabel verwendet, um den Stromkreis zu schließen. Das FR Skyboard hat einen Bindungsknopf, der beim eingeschalteten Mobula für 2 Sekunden gedrückt wird, um in das Bindungsmodus zu kommen. Voreingestellt ist D16-Protokoll, Non-EU. Man kann aber einen LU-LBT-XM-Plus-Empfänger nachträglich einbauen und den internen abschalten. Das Crazy F3 Board gibt es aber auch mit DSMX oder FlySky Empfänger. Der Mobula fliegt sich klasse. Er ist so stark, dass man leicht eine Flip-Deckung machen kann, ohne die Höhe zu verlieren. In der Wohnung ist er mit 2S schon etwas zu schnell. Die FPV-Kamera liefert ein sauberes Bild. In einer hellen Umgebung. Draußen sind die typischen Probleme einer CMOS-Kamera, dass diese zu unscharf ist und im Gegenlicht zu dunkel wird. Mobula 7 ist der perfekte Allrounder zum Fliegen innen und außen. Mit 2S oder gemütlich mit 1S-Lipo. Ein klasse Whoop, den man unbedingt haben muss. Der Kunststoffrahmen ist gut, aber nicht so robust wie der von Beta 75X, der auch 2S ist. Von der Geschwindigkeit ist der Mobula 7 langsamer als der Beta 75X, dafür aber leichter und fliegt länger. Die Originalakkus sind perfekt. Größere Akkus machen kaum Sinn, weil sie schwerer sind. Ich habe die Basisversion mit 4 Akkus und einem einfachen USB-Ladeadapter für einen Akku. Hier ist es vom Vorteil, direkt die Standardversion zu nehmen, wo ein 6-fach 1S-Ladegerät dabei ist. Und natürlich kann der Mobula 7 flip over after crash.